Hallo und willkommen zu etwas anderem heute. Ihr habt wahrscheinlich Final Fantasy VI erwartet, allerdings bin ich am Wochenende über etwas gestolpert, das ich vielleicht auch interessieren könnte, und zwar über einen Kickstarter von einem neuen oder von einem noch nicht veröffentlichten RPG. Und zwar ist das Festival of Magic. Und der Kickstarter ist leider schon vorbei und die haben irgendwie ein Goal von 150.000 Dollar gehabt. Das haben sie auch geschafft, also knapp unter 180.000. Und ich habe mir das gleich mal gesichert mit dem 20-Dollar-Pledge, also das Spiel in digitaler Form und Beta-Invite und Supporter-Credit. Ist nicht so wichtig, also Beta-Invite war wahrscheinlich schon wichtig, aber Supporter-Credit interessiert mich jetzt nicht so sehr. Falls ihr, also je nachdem, ob euch das gefällt, was ihr bald gleich sehen werdet, falls ihr auch daran Interesse habt, noch in die Beta reinzukommen oder vielleicht das Projekt noch zu unterstützen, könnt ihr das Ganze auf fomgame.com machen, also festivalofmagicgame.com, abgekürzt natürlich. Auf der Seite haben sich auch schon ein paar Leute gefunden, die insgesamt jetzt in zwei Tagen jetzt nochmal 2500 Dollar aufgestellt haben, und somit ist das Ganze auf 180.000 gestiegen, und das Stretch Goal für 180.000 ist, glaube ich, der orchestrale Soundtrack, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also das über die ganzen Sachen, ja genau, hier haben wir es. Also 150.000 wäre das Spiel gewesen, das haben sie ja geschafft. 160.000, es gibt einen Megaboss dann schon, und 180.000, wir haben einen orchestralen Soundtrack, also aufgenommen mit einem Orchester. Nicht nur über ein Keyboard und Musikgenerierungsprogrammen. Und dann gibt es halt noch ein besseres Grafiksystem, mehr Megabosse, ein Strategy Guide, zusätzliche Tempel, die man besuchen kann, aber das ist nicht so wichtig jetzt. Also, falls das für euch interessant werden sollte. Die Alpha, die man momentan schon auf der Seite und auf der Kickstarter-Seite herunterladen kann, sehen wir hier. Die ist, ich glaube, so um die 300 MB groß. Ist schon in einem sehr fortgeschrittenen Stadium, wie wir sehen werden. Natürlich, alles was Story und so betrifft, ist noch nicht wirklich fertig. Hier sehen wir gleich unseren Hauptcharakter. Und zwar ist das Amon. Ups. Und wir haben noch drei andere Charaktere, wie das funktioniert, warum die da quasi nebeneinander immer zu zweit stehen und die immer gut. Das hat genauere Gründe, das sehen wir dann später beim Kampf genauer. Wir haben auch schon rudimentär irgendwelche Stats eingebaut, also Angriff, Verteidigung, Magie, Genauigkeit und so weiter für unsere vier Charaktere. Und sie haben auch schon Waffen, also Amon hat eine Spotgun, das ist sowas wie eine Kartoffelkanone circa. Und wie heißt sie überhaupt? Vergessen wie sie heißt, verdammt. Eve. Eve hat den Crossbow. Also eine Armbrust. So, wenn man hier reinkommt, das erste was man machen kann, ist hier drüben steht gleich mal eine Kiste, und in alter RPG-Manier kann man die Kiste aufmachen, und da drin sind gleich 7 Elektroperlen. Wofür wir die Perlen brauchen, sehen wir später. Aber ich hoffe, der Mauszeiger ist nicht im Weg gewesen, sorry. Und hier sehen wir auch schon Gnad, unseren Begleiter, der uns fragt, ob wir schon fertig sind. Noch sind wir nicht fertig. Das ist schon, das Ganze fängt jetzt mitten in der Story irgendwie an, und wir suchen einen Zauberertypen und sind auf unserer Basisinsel. Dazu vielleicht später nochmal mehr, beziehungsweise das könnt ihr euch auf der Seite genauer durchlesen. Und er fragt uns, ob wir genug Spots haben. Genau, das ist quasi die Munition für unsere Kanone. Weil wir natürlich die Gegner in der Wüste jetzt nicht mit unseren bloßen Händen bekämpfen wollen. Und die Spots müssen wir uns, also die Kartoffeln oder die Munition müssen wir uns selbst quasi heranzüchten. Und das machen wir hier auf dem Feld, wo wir so Kacheln haben, in denen wir Sachen anbauen können. Da können wir schon die erste Kachel mal herrichten. Und da wir keine Saat noch im Inventar haben, bringt uns das Ganze jetzt noch nichts. Das heißt, wir müssen erst schauen, ob wir irgendwo Saat bekommen. Schauen wir mal kurz im Inventory. Genau. Da wäre die Saat aufgelistet, aber haben wir noch nicht. Früchte hätten wir schon. Haben wir noch
Waffen und Armor gibt es, soweit ich weiß, in der Demo noch gar keine, oder in der Alpha-Version noch gar keine. So, jetzt schauen wir mal, ob wir solche Saat-Dinger finden. Da ist noch eine Kiste übrigens. Sind auch Perlen drin, glaube ich. Ja, sind Windperlen. Die haben alle ein Element und das Element wird dann später wichtig beim Kämpfen, also sehen wir es auch gleich. Ich werde übrigens von dem Ganzen zwei Videos machen. Das heißt, heute und morgen kommen Festival of Magic Videos und dann wieder zwei oder drei Final Fantasy VI Videos. Das heißt, es geht dann über Ostern weg und dann ist kurze Osterpause, weil ich bin bis Dienstag außer Haus. Also. So, und wir können zu dem Typen gehen, der hier den Shop hat und der gibt uns gütigerweise gleich einige Saatdinger umsonst. Und der hat auch noch eine Kiste hier stehen. Ja, und da haben wir noch 15 Elektroperlen drinnen. Da laufen so komische Dinge rum. Das Problem ist, die lassen sich irgendwie nicht fangen oder so. Was es mit ihnen auf sich hat, sehen wir gleich. Und zwar, da drüben steht auch schon unsere treue Begleiterin, die Ive. Und sie sagt, wir müssen uns natürlich noch ausrüsten, bevor wir in die Wüste reisen. Und sie braucht vor allem Perlen, weil das ist quasi ihre Munition. Und ja, und die Perlen bekommt sie hauptsächlich von den Krabben da rechts. Aber die Krabben, ja, die Krabben, denen kann ich die Perlen nur dann abluchsen, wenn sie, wenn ich irgendwelche Spots habe, die ich ihnen füttern kann. Schauen wir mal, das war jetzt zu schnell. Moment. Ja. Ja, vielleicht kann ich sie mit den Spots dann anlocken. So, jetzt gehen wir mal rauf und schauen und züchten mal unsere Spots. Also die Heimatinsel ist momentan nur, glaube ich, zwei Schirme groß, aber das soll, genau, das wird dann im Endeffekt dann deutlich mehr, also es gibt deutlich mehr Areale in der Heimatinsel zu erkunden. So, das haben wir schon. So, nein, geht schon. Nein! So, also rein hier, dann fangen wir, da ist noch eine Kiste übrigens. Auch da sind Perlen drin, Eisperlen in dem Fall. So, jetzt machen wir gleich bei der weiter. Also bei der Kachel. Müssen wir zuerst befreien von Steinen und von Ungeziefer, Unkraut. Und dann müssen wir sie quasi rächen. Und wenn wir sie gerecht haben, können wir eine Saat reinpflanzen. Wir haben jetzt fünf verschiedene Saaten und von denen jeweils fünf einzelne. Und können damit, wir haben genug so Flächen und wir können alle anbauen. Das heißt, ich nehme da gleich mal Feuer. Sehr gut, das machen wir jetzt bei allen Kacheln. Das geht so am schnellsten. Und wenn wir damit fertig sind, dann sehen wir uns gleich wieder. So, wir haben jetzt alle angepflanzt, die wir hatten. Alle, wissen Sie, alle Saatkörner. Das heißt, wir könnten hier nichts mehr anpflanzen, weil wir nichts mehr im Inventar haben. Und jetzt das Ganze, gehen wir mal zur ersten. Da können wir die ganzen Kacheln auch noch bewässern. Das können wir allerdings nicht selber machen, sondern genau. Das muss unser Freund hier machen, also der Gnad. So, da gehen wir hin. Der macht das mit seiner Magie. Und dann warten wir einfach, bis was raussprießt, wenn wir dann. Ups. Das machen wir einfach bei allen Kacheln mal, dann wachsen relativ schnell die Stauden schon raus. Von den Pflanzen, die wir anbauen können, habe ich herausgefunden, dass die ersten drei nützlich sind und die anderen drei, glaube ich, soweit ich das mitbekommen habe, irgendwie gar nichts bringen. Die Geräusche zeigen schon an, dass einige Pflanzen zum Ernten da sind. Und zwar, das sind jeweils die Feuer-, Eis- und Wasser-Spots hier. Das sind die Goliath und noch irgendwelche Spots, keine Ahnung. Und weil die zwei kann ich irgendwie nicht pflücken, keine Ahnung warum, wie auch immer. Und sobald die irgendwie fertig sind, haben sie so einen Elementareffekt. Und bei den Feuer ist es nämlich Feuer, das heißt, ich kann hergehen, hier ernten, bekomme drei solche Feuer-Spots. Das kann ich bei den anderen auch machen. Und die werden jetzt, die Katze schreit im Hintergrund, die werden jetzt periodisch immer wieder neu wachsen. Das gleiche gilt für die Eis-Spots, die haben so einen Kälteeffekt, hier so einen kleinen Nebel. Und dann die Wasser-Spots haben auch
einen Elementareffekt, muss ich vielleicht nochmal drauf wässern. Ich glaube, die brauchen ganz kurze Länge, aber das sind auch aber eigentlich auch die, die am wichtigsten sind, weil wir in die, in die Wüste gehen und dort natürlich Wasser sehr gut geht, also Wasser sehr gut gegen Gegner funktioniert. Ah, wir haben sie schon. Also da unten haben wir jetzt die Wasserspots, die haben so einen Tropfeneffekt. Wobei es eigentlich reichen sollte, wenn ich jeder der 5 Wasserpflanzen einmal abernte. Ja, wir können noch Eis mitnehmen, das könnte vielleicht ganz gut sein. Dann gehen wir schon runter und gehen aufs Schiff. Wir kommen sowieso im Endeffekt irgendwann mal hier wieder zurück. Ja, also die Dialoge sind schon sehr lustig geschrieben, allerdings natürlich noch sehr unfertig. Also alles irgendwie sehr kurz gehalten und ohne Sprachausgabe, also noch ohne Sprachausgabe. Das ist natürlich wie gesagt nur eine Alpha-Version, um die Kickstarter quasi halbwegs auszustarten. Und oh, ah, genau, ich muss nur noch die Perlen holen. Genau, ich habe jetzt genug Spots und mit denen kann ich hier diese Krabben hier anlocken. Ja, genau. Und jetzt habe ich einfach irgendwelche generischen Perlen bekommen. Das haben sie offenbar noch nicht implementiert. Das heißt, die Perlen, die man hier normalerweise bekommen würde, habe ich jetzt in den Kisten schon gefunden. Ich muss den Quest aber jetzt trotzdem noch machen. Wie gesagt, ist noch eine Alpha-Version. Nicht so tragisch. Ich habe jetzt mit ihr vorher noch nicht geredet. Das kann ich jetzt auch nicht mehr machen. Sie sagt nicht wirklich interessante Sachen. Also gehen wir lieber mal dorthin, wo wir hingehen wollen. Und zwar, das ist die Wüste, auch jetzt noch ohne Zwischensequenz oder so. Wie gesagt, so nicht. Aber die Ladezeiten sind dafür sehr kurz. So, hier bekommen wir noch Elektroperlen. Da drüben ist, glaube ich, keine Kiste mehr, genau. Dann gehen wir mal geradeaus und da ist dann schon der erste Gegner. Und das Kampfsystem ist quasi ähnlich wie Final Fantasy X oder, naja, zumindest von der Rundenreihenfolge her. Es gibt zwar noch keine Anzeige für die Reihenfolge, aber im Prinzip darf jeder quasi einmal ziehen und dann muss er wieder seine Runde abwarten, beziehungsweise nur wenn er einen hohen Agilitätswert hat, dann kommt man öfter dran vielleicht. Wobei das in der Demo jetzt nicht wirklich zu schaffen ist. Und dann kann man aussuchen, was man hier machen will. Wir haben für Eve hier die Gummiperle, die ist quasi die Standardschuss von unserem Crossbow, auf Deutsch Armbrust, genau. Also das ist die Standardmunition für unsere Armbrust. Die macht halt bestimmte bestimmte Schaden. Und das gleiche gibt es für Amon hier auch. Das ist Plummet, das ist quasi auch die Standardmunition für seine Spotgun. Ihr habt doch gesehen, dass einige von den Skills ausgegraut waren. Und dass wir hier noch quasi zwei Partymitglieder waren, die gar nicht reinkommen sind. Also gleich noch mehr. Und zwar, erstens will ich mal hier umstellen. Genau, hier bei unseren Abilities können wir umstellen. Und zwar, Amon hat nur 5 Ability Points und kann deswegen nicht alle seine Spots gleichzeitig im Kampf verwenden. Das heißt, ich muss jetzt quasi hier den Elektro- und den Kaktus-Spot weg tun, damit ich den Water-Spot verwenden kann. Im Endeffekt wollen wir dann den Elektro-Spot vielleicht dann später doch verwenden, weil der gegen einen Bossgegner ganz gut ist. Aber dazu später mehr. Bei Eif ist das weniger ein Problem. Sie hat 8 Ability-Punkte und braucht eigentlich nur 3. Also braucht eigentlich nur 5, Entschuldigung. Das heißt jetzt genug. Und die anderen zwei haben auch genug Ability-Punkte. Die brauchen nicht viele Abilities, nämlich gar nichts. So, dann gehen wir gleich weiter. Leider ist die Sache jetzt hier nicht extrem flüssig, aber ich hoffe, ihr merkt das nicht so tragisch. Genau, und da kommen wir schon in den eigentlichen Hauptteil der Wüste. Und da gibt es so Statuen, die so Schatten werfen, und das hat auch einen Gameplay-Effekt. Und zwar in der Wüste ist es sehr heiß und wir wollen hauptsächlich nicht verbrennen, und deswegen gehen wir hier, sobald uns ganz, ganz heiß wird, in den Schatten einer Statue, bevor wir also verdursten. Und dann im Schatten der Statue können wir einfach uns kurz ausrasten und dann zur nächsten Statue weitergehen. Die Abstände zwischen den Schatten werden dann natürlich später dann immer größer, beziehungsweise sind
dann auch zwischen den Statuen Gegner verstreut, die ja, das Leben auch etwas schwerer machen. Den könnte ich jetzt... ich werde den kurz mal auslassen. Wir kommen schon noch zu Gegnern. Ja, hier zum Beispiel. Ja, da haben wir schon einen neuen Gegner. Dann will ich auch gleich herzeigen, wie das mit den Elementar-Dingern funktioniert. Und zwar nehmen wir gegen den gleich Eis, funktioniert da ganz gut. Wie gesagt, das Eis und Wasser ist ganz gut hier. Ich werde ihn trotzdem in einer Runde nicht erledigen können. Ja, genau. Das heißt, wir ergreifen uns an. Wir nehmen nochmal Eis. Dass wir den nicht töten können. Aber mit Amon greifen wir jetzt nicht an, sondern auf L1 können wir dann auf Gnad wechseln. Und der kann uns heilen. Also das ist quasi unser Guardian. Also die Gnad und der Hund sind solche Guardians, die immer hinter den Helden stehen und die quasi mit Support-Sachen unterstützen. Und Gnad hat hier mit was 0 Punkte kostet eine kleine Heilung für uns und die heilt Amon ganz gut auf. Also ja, 82 ist ganz gut. Und dann können wir nochmal eine Eisperle auf den riesengroßen Krebs verwenden und dann geht er auch schon ein. Ja, ich weiß nur leider nicht, noch gar nicht genau, wie unsere Wächter irgendwie ihre Ability-Punkte, die sie im Kampf verwenden müssen, um Zauber zu casten, wie sie die bekommen. Also ich habe das irgendwie noch nicht genau verstanden. Also es sind nicht die Ability-Points, die hier stehen, sondern die haben irgendwie... wo ist denn das? Da vielleicht? Ah, da auch nicht. Ich könnte hier die Party natürlich auch umstellen, aber das zahlt sich in der Demo noch nicht wirklich aus, weil beide Guardians irgendwie gleich gut sind, beziehungsweise ich kann maximal versuchen, die Guardians zwischen den beiden auszutauschen, um die Munition von beiden Hauptcharakteren gleichmäßig zu verbrauchen. So, hier wieder das gleiche Spiel. Wieder Eis und Wasser am besten. Es ist übrigens sehr eine gute Idee, wenn wir hauptsächlich die Munition von Eve verbrauchen, weil wir die in den Kisten hier in der Wüste am ehesten finden. Also Eve, ich sage immer Eve, eigentlich meine ich Eve, weil das heißt nicht richtig. Das Kampfsystem ist jetzt momentan noch eher rudimentär, aber ja. Also ihre Munition finden wir nicht nur in den Kisten, sondern auch bekommen sie über Kampf relativ oft. Also ist auch schon ganz schön weit hier. Oh, Katze. Katze ist wieder ganz schnell unterwegs hier in der Wohnung. Bei denen ist natürlich klar, die sind ganz anfällig für Wind. Allerdings will ich zuerst mal die Elektrokugel herzeigen, weil die geht auf alle. Das ist übrigens, also das ist irgendwie vom Element oder von der Perle abhängig, ob die auf alle geht oder nicht. Ich kann zum Beispiel die Windkugel jetzt nicht mit L1 oder irgendwie verteilen auf alle. Vielleicht wird das noch implementiert, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall, wir wollen die Windkugel nehmen, weil die macht genug Schaden, um mit einem Treffer alle auszuschalten. Wir könnten theoretisch hier eine S-Kugel verwenden. Ich glaube, das könnte sich ausgehen, dass wir mit der... Ja, geht sich aus, sehr gut. Dann nehmen wir noch eine Windkugel. Oder eine Windperle in dem Fall. Vielleicht mache ich auch 3 Folgen von dem Ding, weil es ist noch ganz schön viel zu herzuzeigen. Ich bin jetzt übrigens nicht direkt auf dem Weg dorthin, wo das Ziel der Wüste quasi ist, sondern es gibt auch 2 solche Seitenwege, die man gehen kann. Ich bin gerade im Überlegen, ob ich die überhaupt herzeigen soll. Ich gehe mal noch davor, da sieht man es dann besser vielleicht. Ja. Wenn wir da gerade vorgehen, dann kommt eine Statue und da geht es links zum Schatten und rechts zum Schatten, die Statuen weiter. Und wenn wir rechts gehen und dann geradeaus zu den großen Statuen, kommen wir quasi zum Eingang des Tempels. Während links geht es zu einer kleinen Katakombe, wo es eine Kiste gibt. Und rechts gibt es auch noch etwas zu holen. Das werde ich allerdings alles offscreen machen. Und wenn ich damit fertig bin, sehen wir uns morgen wieder bei Festival of Magic. Und ich bin dann irgendwann noch vor den großen Statuen oder so. Also bis dahin wünsche ich euch natürlich wie immer viel Spaß.